Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine Lieben, es ist mal wieder soweit. Nur heute völlig anderes Setting. Nicht bei mir zu Hause auf der Casting-Couch so ungefähr, ja, sondern heute bin ich mal an einem anderen Ort. Und zwar bin ich hier heute eingeladen, oder beziehungsweise ich habe mich selbst eingeladen, ja, bei meinem früheren oder immer noch Kampfsportlehrer Axel Wagner. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich bin mega hyped, hier heute da sein zu können, und ich habe eine Menge mitgebracht, worüber wir heute sprechen wollen. Kurz vorweg, ihr kennt das Spiel. Ihr Lieben, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt, ja, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr ein Like hinterlasst, kommentiert, wenn ihr den Kanal abonniert, wäre natürlich extra klasse. Und zu guter Letzt, und ich sag's ja jedes Mal wieder, und das wirst du, Axel, mir wahrscheinlich am besten bestätigen können, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher würde ich mich extrem freuen, wenn ihr das Ganze an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergibt. Moment, ich bin jetzt erstmal ein bisschen geschockt, du hast eine Casting-Couch, wie geil ist das denn? Also ungefähr. Nee, du musst, ja, du musst dir vorstellen. Das erinnert mich wirklich so an meine jungen Jahre an der Tür. Da hatten wir mal, als Heiko angefangen hatte, richtig musikmäßig berühmt zu werden. Da brauchten sie unbedingt eine Sängerin, beziehungsweise jemanden, der den Gesang faked. Ja. Also sie hatten so eine Studiomusikerin. Und dann sind wir tatsächlich auch so eine Casting-Couch-mäßig gemacht. Das haben wir damals im Volla gemacht. Das war so witzig. Okay. Die haben sich da auch angebiedert, die Ladies. Also, ey, wirklich. Ich war halt nur einfach so mit dabei, weil ich mir das angucken wollte. Aber ich kam da schon, oh, kannst du dafür sorgen, dass hier mich nimmt? Und ich denke, hey, geh mal weg, dann haben wir eine Freundin. Geil. Ja, sehr interessant. Ja, also, aber gut, das ist ja nicht das Thema. Nee, aber das Ding ist, normalerweise mache ich das entweder bei mir zu Hause, lade ich Leute ein, oder dann halt bei mir auf der Couch so ungefähr. Deswegen Casting-Couch. Ja, ja, ne? Oder halt groß raus. Genau. Oder halt digital. So, ich hatte jetzt gerade, witzigerweise, könnt ihr euch demnächst mal reinziehen, jemanden, also einen Imker, der mir was über Bienen und Imkerei erzählt hat. Ja. Also für die meisten nicht wirklich ein spannendes Thema vielleicht. Ich fand es unendlich interessant, was der mir so alles erzählt hat. Über die Massentierhaltung von Bienen erzählt? Ja. Ja, er hatte. Das ist ja in Ordnung, weil das ist nämlich immer ein ganz großer Punkt. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht das Thema, aber ich bin halt so ein Tierfreund, und deswegen geht mir diese Bienenzucht in dieser Massentierhaltung, die nämlich dafür sorgt, dass die Bienen langsam alle krank und aussterben, ziemlich auf den Sack. Genau. So. Aber egal, nicht auch das Thema. Aber auch ein Thema, also haben wir auch drüber gesprochen, richtig geiles Ding. Ich glaube, es ist eine geile Episode. Schaut euch das mal an, ihr Lieben. Genau. Aber, pass auf, worum geht's heute? Vielleicht ein, zwei Worte von meiner Seite über Axel. Axel wird sich wahrscheinlich gleich selber auch nochmal vorstellen, ja. Aber ich habe hier bei Axel jahrelang trainiert, verschiedenste Kampfsportarten. Und habe Axel dementsprechend auch ein bisschen kennenlernen dürfen. Wahrscheinlich auch etwas anders als die meisten. Das wollte ich heute mal so ein bisschen näher bringen. Mir geht es heute einfach darum, mal den, ich sag mal, den Mensch Axel vorzustellen. Wer bist du eigentlich? Weil der Axel hat auch seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er sehr, sehr detailliert und mit seinem gesamten Wissen, was er sich über, ich glaube jetzt 30 Jahre, 35 Jahre? Doch, mindestens. Ja, aufgebaut hat, dort vermittelt und mittlerweile tausende von Views für jede einzelne Episode hat. Und ja, mir geht es einfach darum, dass ihr ihn heute mal ein bisschen anders von der anderen Seite auch kennenlernt. Und ja, das ist das Ziel. So, Axel, ich habe mir hier aufgeschrieben, Folgendes, an die Dinge, an die ich mich noch erinnern kann, die du mir mal alle erzählt hast. Ja? Okay. Du hast Spezialeinheiten trainiert, beziehungsweise Leute aus Spezialeinheiten. Ja, das kam später. Ich habe selber lange für eine Spezialeinheit gearbeitet. Aber über dieses Thema werde ich nicht großartig reden. Das ist völlig okay. Ich will nur sagen, das war immer noch so eine Schweigepflicht, an die ich auch nach wie vor nach mehr als 30 Jahren gebunden bin. Wow, okay, gut. Nichtsdestotrotz, ein Thema, damit ihr wisst, wen ihr überhaupt vor euch sitzen habt, ja? Ich glaube, alleine das spricht schon für sich. Dann hast du für über 20, 25 Jahre als Türsteher auf dem Kiez gearbeitet? Nein, auf Kiez nur 12 Jahre. Okay. Aber insgesamt sind das schon locker 26 Jahre, wenn das alles so zusammenkommt. Gesamte Türsteher-Erfahrung. Gesamte Türsteher-Erfahrung, ja. Wow, okay. Ja, auch das, glaube ich, spricht für sich. Das heißt, da gehe ich mal stark von aus, wirst du mal so einige Storys erlebt haben, wovon du vielleicht ein, zwei mal so ein bisschen anreißen kannst. Werden wir gleich sehen. Da gab es eine Menge interessanter Sachen. Das glaube ich. Axel war schon in Dokumentation zu sehen, auf RTL beispielsweise, ja. Und hat als Model gearbeitet.
betreibt seine eigene Kampfsportschule seit wie vielen Jahren? Auch seit gut 25 Jahren, ja. 25 ja, Jahren? Also jetzt hier in Humbesbüttel sind wir seit etwa 16 Jahren. Ja. Davor hatte ich die in Langenhorn. Leider wurde das Haus dort verkauft, wo wir drin waren. Mhm. Weil ich wohne ja auch auf der Ecke. Das war dann gleich für einen faulen Menschen wie mich natürlich ideal. Konnte ich fast zu Fuß hingehen. Naja, hier sind es auch nur 4-5 Kilometer. Das ist auch in Ordnung. Ja. Ja, aber ich glaube, alleine die paar Sachen, die ich hier angerissen habe, und wahrscheinlich ist das gefühlt nur die Hälfte. Ach ja, Musiker gefühlt bist du auch noch? Oder hast Instrumente gespielt? Ich habe sehr, sehr gespielt, lange ne? viel gespielt, ja. Eine lange eigene schottische Band gehabt, war Barpianist und du musst ja irgendwie über die Runden kommen, so als Student damals und so. Geil, ja, Wahnsinn. Also, ich will nur sagen, ihr Lieben, ich glaube, das spricht alles für sich. Ja, jetzt habe ich ihn mal so ein bisschen vorgestellt. Axel, jetzt darfst du dich mal so ein bisschen vorstellen. Ja, wer also, bist du, wo kommst du her und so weiter genau, und so fort. Wo komme ich her, ist auch interessant. Also mein Name ist tatsächlich Axel Wagener, geboren bin ich aber als Axel McDougall. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, als meine Mutter halt einen Deutschen geheiratet hatte. Ich bin in den Nordwest Highlands, genauer gesagt in der Gegend von Portree, aufgewachsen meine ersten Jahre. Sehr schön, aber auf Dauer auch sehr langweilig. Also insofern bin ich ganz dankbar, dass ich hier in Deutschland gelandet bin. Ist ja eigentlich auch ein cooles Land, wenn sich alle Leute benehmen würden, aber das ist eine andere Geschichte. Und doch, ich lebe hier ganz gerne, auch Hamburg finde ich super, ist auch meine Lieblingsstadt, muss man echt sagen, also schon eine Menge anderer gesehen, aber ich finde es optimal hier. Ich bin aber auch recht froh, dass ich mittlerweile in so einem Außenbezirk hier mein Haus habe, meinen Garten, meinen Hühner, mein friedliches, fröhliches Leben. Mittlerweile kann ich sehr gut nur noch von meiner Sportschule leben, also mit wenig Arbeit und viel Geld. Kann man ja fast so sagen. Aber ich mache es sehr, sehr gerne. Also es ist ja die alte Geschichte, wenn dein Job dein Hobby ist, ne, dann hast du alles richtig gemacht. Und insofern ist es so. Also das macht mir sehr, sehr viel Spaß, was ich hier mache, den jungen Leuten oder auch den Älteren gegebenenfalls, das Kämpfen beizubringen. Ich passe hier sehr gut auf, welche Leute hier trainieren. Also Assis und Penner werden hier direkt rausgeschmissen. Kriegen nochmal einen Arschtritt von mir persönlich, weil auf sowas habe ich keinen Bock. Gibt es leider immer wieder. Ne, aber durch die lange Türzeit habe ich natürlich auch eine, behaupte ich mal, eine gewisse Menschenkenntnis und manchmal sehe ich schon bei Leuten, wenn sie hier ankommen, dass sie einfach nicht geeignet sind, den Kampfsport beizubringen, weil das Leute sind, bei denen du gleich weißt, dass sie das nur machen wollen, auf der Straße einen Dicken zu machen, auf der Schule andere Leute abzuzocken oder als Minigangster über die Landschaften zu laufen und sowas ist natürlich nicht mein Ding. Also zum einen unterrichten wir hier den Kampfsport K1 und Thai Kickboxen, haben eine kleine MMA-Gruppe, die langsam im Wachsen ist. Und das geht da wirklich um den Kampfsport. Ne? Sport heißt schön miteinander, Respekt voreinander und alle miteinander eben, auch im Sparring, auch wenn wir hart machen, sind wir dann Freunde und nicht irgendwie, wie es in anderen Schulen da, ich es auch miterlebt habe, die möchte ich jetzt nicht erwähnen, aber wo die Leute sich danach auf dem Parkplatz schießen, hauen, stechen und weiß der Geier, was es da alles schon gab. Und dann gibt es hier noch die Kriegskunst Ultimate Close Combat. Das ist eigentlich mehr so eine Entwicklung von mir selber, ein Zusammenspiel meiner ganzen Erfahrung, meiner Army-Zeit, meiner Vorliebe für Schwertkünste und das klingt immer komisch, Schwertkünste, aber man muss sich mal überlegen, dass die Leute damals tatsächlich viel, viel mehr um ihr Leben gekämpft haben, als wir es heutzutage machen und das Ganze schon Hand und Fuß hat und diese Konzepte, die ich da halt eben rausgefunden habe, durch tausende von Sparringsstunden anwendbar gemacht habe, sind halt wirklich sehr, sehr gut anwendbar in wirklichen Stresssituationen. Meiner Meinung nach am besten, aber das wird mir wieder vorgeworfen, dass man nicht sagen soll, dass seine Kampfkunst die beste ist. Ist es ja auch Quatsch, es liegt natürlich auch ein bisschen an dem, der es macht, aber die Konzepte sind auf alle Fälle wirklich so, dass sie jeden weiterbringen können. Und wenn ich hier schon mal ein bisschen Werbung für mich mache, gerade auch die waffenlosen Sachen, die sind natürlich super geeignet für alle Leute, die irgendwie mit den Händen kämpfen, sei es nun Karate, Krav Maga, Boxen. Ganz besonders natürlich MMA, weil die Sachen da eben auch erlaubt sind. Wir trainieren ja auch mit dünnen Handschuhen, nicht mit dicken Boxhandschuhen. Man lernt ja auch eine ganz andere Deckung. Aber das führt es auch zu weit. Schaut euch einfach die Videos, was ist UCC Cadena und so weiter an, dann kommt man da ganz gut rein in die Geschichte. Ja, also ansonsten, über mein Alter sage ich natürlich nichts, aber ich bin schon über 50. Ja, sonst wird das auch alles nicht hinkommen mit der ganzen Zeit. Ne? Also irgendwann Ende der 60er bin ich dann irgendwo mal ausgeschlüpft und naja. Ja, wie gesagt, schon sehr lange hier, deswegen spreche ich auch recht gutes Deutsch, aber auch Englisch, Spanisch, also wenn es sein muss. Okay, ja. Aber das ist jetzt ja auch nicht der Punkt. Ich lerne noch gerade Norwegisch, weil ich fahre da immer total gerne hin. Und ich finde, wenn man in ein Land fährt, dann sollte man auch die Sprache ein bisschen können. Und das macht ja auch Spaß. Außerdem ist es ganz gut, nicht immer nur Schläge in den Kopf zu kriegen und dümmer zu werden, sondern auch mal Sachen zu machen, die einen wieder schlauer machen. Ja, ich habe auch noch ein Studium, ein abgeschlossenes, das so nebenbei mal gemacht. Deswegen habe ich damals überhaupt an der Tür gearbeitet, weil irgendwie muss man ja sein Geld verdienen.
Habe aber irgendwie festgestellt, dass ich in dem Ingenieurbereich nicht so gerne arbeite, weil das wirklich, wirklich harte und fiese Arbeit ist. Auch wenn man da natürlich sehr viel mehr Geld verdienen kann, aber es ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist tatsächlich das, was ich hier mache, und die Leute sind alle zufrieden, es passt. Und insofern Friede, Freude, Eierkuchen, Hippe, Pura. So, geil, geil. Pass auf. Und weißt du, also mega Einleitung. Mega Einleitung, Axel. Aber es ist gut, dass du das sagst. Du hast es eben am Anfang gesagt und jetzt gerade wieder am Ende. Und das ist eigentlich auch so das Erste, was ich dich mal fragen wollte, weil ich habe dich das nie gefragt. Und zwar, woher kommt denn diese Passion zum Kampfsport? Woher kommt das? Kommt das aus deiner Kindheit? Kommt das von diesem schottischen Ding? Ist das so eine Mischung? Hat dir das jemand mitgegeben oder was ist das? Naja, dieses Interesse war tatsächlich schon in jungen Jahren da. Ich bin also, als ich hier nach Deutschland gekommen bin, gleich in der Judo-Schule gelandet. Habe mich dann da mit den kleinen Judo-Kindern rumgerollt. Das fand ich toll. Dann habe ich angefangen mit Karate. Damals so bis 12, 13 auch recht weit gekommen in den Graduierungen. Ich meine, heutige Meinung über Graduierung ist ja klar, aber damals fand man das natürlich noch toll. Ne? Also das ist alles natürlich im Endeffekt nur eine perfide Art, es Leute bei der Stange zu halten, indem man sie nach dem Belohnungsprinzip belohnt. Hat man halt erst später erkannt, aber als Kind fand man das noch super. Hab dann auch Kung-Fu gemacht und so mit 15 ungefähr dachte ich auch, ich bin der Geile. Und wie dann so kleine Kinder halt immer so sind, weil wir uns auch immer jedes Wochenende irgendwie auf in so einem Park getroffen mit anderen Leuten, die auch so eine Sachen, Karate, Kung-Fu und sowas gemacht haben. Ja. Ja, und witzigerweise irgendwann kam dann mal ein Freund von mir, von dem ich gar nicht wusste, dass der geboxt hatte, dazu und meinte, ja, ich habe gehört, die macht da mal so Sparring und kann ich da mal mitmachen? Und ich meine, ja, du kannst doch gar nicht kicken und so weiter. Ne? Und ja, dann boxe ich halt nur und so. Und ich so, pff, das ist doch keine Chance. Ja, und der hat mich so auseinandergenommen, also ich habe danach nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist, weil ich es einfach nicht gewohnt war, so im Vollkontakt so verprügelt zu werden. Wir haben ja vorher immer nur so Leichtkontakt, Semikontakt-Gezappel gemacht. Und das war eine super Sache, wirklich so der Punkt, der mich eigentlich zu dem gebracht hat, der ich heute bin, nämlich, dass man sich auch mal richtig hauen muss, mal auch Dinge einstecken muss, um richtig verteilen zu können. Ich bin dann auch gleich beim Boxen eingetreten, bei Polizei Hamburg lange geboxt und so, ein super Verein, also zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wird wahrscheinlich immer noch top sein. Hab dann auch nebenbei noch gerungen, die hatten dann eine sehr gute Ringabteilung und das war wirklich, wirklich eine tolle Sache, aber woher jetzt die Passion kommt, mein Gott, ich habe da halt immer Spaß dran gehabt und so, ne? Und war doch immer sehr verbissen in der ganzen Geschichte. Ich wollte halt immer besser sein als andere. Man hat immer, wenn man so gekämpft hat mit Leuten, natürlich immer Leute gehabt, die besser waren. Das ist ja auch klar, gibt es immer und das ist ja auch gut so. Aber dann muss man halt auch den Willen haben, Mensch, ich will genauso gut werden oder besser wie die. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, nach dem ich auch unterrichte, wenn wir schon mal dabei sind. Weil es gibt da, muss ich ja leider sagen, viele Schulen, wo ich so den Eindruck habe, dass der Lehrer irgendwie gar nicht angegriffen wird, richtig, weil der Lehrer ist der Lehrer und den darfst du gar nicht richtig hauen, weil der ist ja der große Meister und bla. Und sowas machen wir ja nicht. Ich versuche das Ganze mehr familiärer miteinander zu machen und ich versuche die Leute so gut auszubilden, dass sie mich auch verprügeln, weil wenn sie das schaffen, dann ist das für mich wieder ein Ansporn, auch wieder noch besser zu werden und so wächst man halt in der ganzen Gemeinschaft. Ne? Das ist eine tolle Sache, das habe ich damals beim Kickboxen schon so miterlebt und beim UCC mache ich es natürlich intensiver, weil Kickboxen mache ich nicht mehr so oft, spare ich mir noch zu alt für das ganze Gekicke. Aber ich mache es noch manchmal. Also ist ja nicht so, dass ich nicht kann. Aber das macht halt total Spaß, so mit den Leuten zu arbeiten. Also ne, wir werden immer härter und trotzdem sind wir die besten Freunde. Wenn es mal zu hart ist, dann sagt man halt, okay, jetzt habe ich echt Kopfschmerzen, jetzt lassen wir einen Gang zurückschalten. Aber das ist auch wirkliches Kämpfen. Ne? Und ja, wie gesagt, die Passion, das steckt immer halt wahrscheinlich im Blut. Ob es nun das keltische Blut ist oder einfach... Bock, weil ich ein normaler Mensch bin und diese seltsame Aggression ja irgendwie in jedem drin steckt. Ja. Und die meisten Leute sie nur halt irgendwie anders ausleben. Mag sein, wie es ist. Also ich weiß nicht, ich kann da nichts zu sagen. Ich habe da halt immer Bock drauf gehabt. Ich bin auch meinen Eltern halt sehr dankbar, dass sie mich da immer unterstützt haben in solchen Geschichten, damit wir das eben immer alles bezahlt haben, damals als Kind. Irgendwann das natürlich auch selber bezahlen können. Ja, und so ging das dann los. Und es hat mir natürlich dann später in meinen Jobs auch geholfen. Also ich habe mit 18 schon auf so einer Rollschuhbahn angefangen, Türsteherjobs zu machen. Oh Gott, wenn ich mir das vorstelle. Das war damals für 40 D-Mark, das war noch D-Mark-Zeiten, oder so Mitte der 80er irgendwie. Hast du da einen ganzen Abend dann da den Dicken gemacht. Und es war tatsächlich, das muss ich auch zu meiner Schande gestehen, mehr auf, weil hier, ich bin der geile Security und so. Und die Ladies, die kleinen Rollschuhmädchen, fanden das natürlich alle ganz top und so. Und denen hat man dann natürlich auch mal die Rollschuhbahn gezeigt, wenn alle draußen waren. Ja, das hat ja nicht nur Nachteile, der Job. Ne?
Geil. Oh, da habe ich aber auch einmal richtig vorn heiß gekriegt. Da hast du einmal richtig geknallt mit drei Leuten. Alter Schwede, da sah ich nicht gut aus, mit zwei blauen Augen und so. Das war aber auch das einzige, letzte Mal, dass ich mal richtig gekriegt habe. Danach hat zwar auch öfter mal richtig geknallt, aber danach habe ich auch mal gewonnen. Und das war dann aber auch noch vor der Army-Zeit und so. Ne? Und, ja. Ja, das gehört halt auch dazu. Ne? So eine Erfahrung muss man auch machen. Also ich habe damals öfters, ich weiß noch, ich habe mich mit einmal, da war ich glaube ich auch 17 oder vielleicht war ich da auch schon 18 in der U-Bahn, 5 Stationen lang geprügelt. Wow. Und der hat mir richtig die Fresse poliert, aber ich hatte halt so viel Willen gehabt, dass ich trotzdem immer weiter geprügelt habe. Ja. Und später habe ich dann rausgekriegt, dass der so ein Preisboxer vom Dom ist. Und und ich hatte ja auch geboxt, aber der war halt echt, der war schwerer, besser und ich sah echt scheiße aus. Also meine Mutter hat mich wieder erkannt, aber die ist einfach locker. Die meint, oh, du musst mehr trainieren, ne? So jung, was ist da los? Ja, und das waren auch andere Zeiten. Danach, den habe ich dann 2-3 Jahre später wieder getroffen. Dann haben wir gesagt, Mensch, ja, hast geil gekämpft, du auch, lass uns mal einen trinken und so weiter. Und nicht wie heute, wo man gleich die Leute absticht oder zur Polizei rennt und was weiß ich. Ja. Und so, ne, es ist traurig, was da alles draus geworden ist. Und so, also die gute alte Kampfehre, die ist schon längst dahin. Ja. Ich finde das halt deswegen so interessant und ich habe deswegen diese Frage gestellt, weil ich habe bis jetzt häufig die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch bei mir selbst, dass so eine Dinge halt häufig mitgegeben werden, beziehungsweise dass man da reingesteckt wird, so ungefähr. Ne? Also bei mir war das im Hinblick auf Fußball. Ich mochte zwar schon von Anfang an immer so das Fußballspielen und so, als Dreijähriger habe ich schon angefangen, so einen Ball zu kicken und alles. Und das steckte mir auch im Blut irgendwie, würde ich sagen. Aber ich sag mal, meine Eltern haben da auch so ein bisschen ihren Teil dazu beigetragen, dass ich da wirklich auch länger beigeblieben bin. Ne? Ah, okay. Vielleicht hätte ich früher schon aufgehört, weiß ich nicht. Alles mal dahingestellt. Aber ich finde es immer interessant zu sehen, woher kommt so eine Passion von Menschen einfach. Ne? Ja. Wie entwickelt sich sowas? Und ich finde es umso beeindruckender, wenn das halt von jemandem intrinsisch offensichtlich selbst kommt, als wenn jemand da reingesteckt wird. Weißt du, das ist aber ganz wichtig, dass es so ist. Ja. Ich kann da als gutes Beispiel, ich habe seit 1,5 Jahren jetzt, oder 2 Jahren, habe ich hier eine Kindergruppe. Hm. Wollte eigentlich nie eine machen, aber mittlerweile bin ich doch sehr begeistert davon. Das macht auch echt Spaß, den kleinen Scheißern hier mal ein bisschen Disziplin und Ordnung beizubringen. Ich habe aber tatsächlich eben auch das Problem, dass jedes 6., 7. Kind, das hier ankommt, von den Eltern hierher geprügelt wird. Okay. Und die schicke ich direkt wieder nach Hause, weil ich sage, hey, ich zwinge hier niemanden dazu, bei mir zu trainieren, das ist einfach Blödsinn, die müssen das selber wollen. Ja. Aber erstaunlich viele wollen das auch selber. Also das ist wirklich super, ne? Wenn die da wirklich Bock drauf haben, dann macht das total Spaß, wenn die echt diszipliniert sind. Mhm. Ne, sonst gibt es halt Strafliegestütze und dann, ja, passt das schon ja im Grunde, dann ist eine Liegestütze eher eine Belohnung, das macht die ja nur stark, aber das schneiden die kleinen Scheißer noch nicht so. Nee, aber es ist halt wirklich kacke, wenn die Eltern, ja, aber hier meine Tochter oder mein Sohn, der muss jetzt irgendwie trainieren und ist dann völlig unmotiviert und ich die dann frage, sag mal, hast du da überhaupt Bock drauf? Und der sagt, nee, eigentlich nicht. Dann mach ich, du, dann ne, kannst du auch wieder gehen jetzt. Und manchmal die Eltern dann noch richtig ausfallen werden. Also ich habe da wirklich schon einige Streitgespräche. Ich meine, Leute, was stimmt denn nicht mit euch? Okay. Ihr könnt doch eure Kinder nicht zwingen zu sowas. Also, das mal so als kleiner Hinweis, wenn ihr Kinder habt und die zu mir schickt, dann nur, wenn sie motiviert sind. Sonst passt das nicht. Ne? Also, großartig. Nee, das ist halt so. Aber finde ich gut, dass du das ansprichst mit den Kids, weil das führt mich im Prinzip direkt zu dem nächsten Ding, was ich dich fragen wollte. Warum Kampfsport? Ist eine gute Frage. Also ich habe auch mal Fußball gespielt, weil alle Kinder müssen natürlich auch Fußball spielen. Das war damals auch schon so. Natürlich haben wir auch immer irgendwie nach der Schule gerne mal ein bisschen gekickt. Mhm. War dann auch mal bei Barmek Ulnos im Verein und war da auch total verbissen. Ich war technisch wahrscheinlich immer mehr eine Gurke, aber weil ich so verbissen war, war ich mit im Mittelfeld. Ich bin gelaufen wahrscheinlich 5-mal so viel wie alle zusammen. Mhm. Ich war nicht so ein Beckenbauer mit Standfußball, sondern habe wirklich Gas gegeben, war dann auch irgendwie ruckzuck Spielführer durch meinen Fleiß. Aber es ging mir immer tierisch auf den Sack, wenn wir immer durch die Dummheit anderer Leute verloren haben. Und habe ich mir irgendwann gesagt, nee, das ist doch scheiße. Ich mache lieber mein eigenes Ding. Ich bin für mich selber verantwortlich. Ich habe natürlich auch Wettkämpfe gemacht, klar, jede Menge. Und wenn ich dann verloren habe, dann war ich halt zu schlecht. Und wenn ich gewonnen habe, mich gefreut. Aber da war kein anderer, den ich da irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben konnte. Ja. Weil du stehst für dich selber immer da. Und deswegen fand ich Kampfsport eigentlich schon immer toll. Und ja, ich weiß nicht, es hat mich halt immer fasziniert, diese ganzen Bewegungen und diese Sachen. Und natürlich nach dem Karate-Zeit, wo ich mit Kung Fu angefangen habe, kam natürlich auch so Bruce Lee-mäßig sowas mit rein. Ne? Ja, man mag ja von ihm halten, was man will. Ne? Vielleicht ist er auch wirklich so ein guter Schauspieler, dass wir alle nur geglaubt haben, dass er kämpfen kann. Vielleicht kann er es, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist er super inspirierend gewesen. Und das auch für mich. Und so. Ne? Das haben wir alle natürlich, die Bruce Lee-Sachen gemacht. Nur, dass es im Endeffekt nichts gebracht hat gegen richtigen Boxer, das durfte ich dann mit 15 auch feststellen. Ja. Also insofern war das alles sehr interessant. Geil. Ja, großartig. Also
Für mich ist das ja so eine, also für mich ist fast, also Kampfsport im Allgemeinen, egal welche Disziplin du jetzt nimmst, mich faszinieren da halt so viele verschiedene Dinge dran, ne, die ich jetzt persönlich noch gar nicht nennen will, aber das wäre so meine nächste Frage an dich. Was ganz genau da dran jetzt außerhalb dessen, was du gerade gesagt hast, mit diesem, dass man das nur auf sich selbst schieben kann. Ja. Aber was daran fasziniert dich denn so? Also, dass du fasziniert bist, merkt man vom ersten Satz an. Ja? Hm. Aber was ganz genau ist es denn so? Also, oder mehrere Aspekte, die du so siehst. Ich denke mal, die Körperbeherrschung in der ganzen Geschichte und das Ständige, sich an hohe Levels zu bringen. Also mal zu testen, was klappt denn wirklich? Was kann man denn wirklich machen? Was kriegt man hin mit seinem eigenen Körper? Ja. Wie entwickelt man sich immer weiter? Ja. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwann sage, oh, jetzt bist du perfekt. Das ist Quatsch. Also ich habe ja nun eigentlich nichts mit asiatischen Sachen zu tun, aber der Weg ist das Ziel, ist schon ein schlauer Spruch in der ganzen Welt. Der stimmt schon wirklich in der ganzen Sache. Ne? Und also diese permanente Weiterentwicklung, es ist ja in vielen Dingen so, je älter ich werde, je besser werde ich tatsächlich. Mhm. Ja, konditionell, klar, das nimmt vielleicht irgendwann mal ab und ich werde jetzt mit Sicherheit keine 5 Runden, 2 Minuten mehr im Ring kämpfen können. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Mit meinen Jungs hier beim Ring, also nee, das traue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht zu. Mhm. Aber trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass ich in irgendeiner Weise an Power verliere, ganz im Gegenteil. Mhm. Also die Techniken werden immer perfekter, immer kürzer und trotzdem immer härter in der ganzen Geschichte. Mhm. Das ist was ich natürlich super finde. Dann zum Zweiten, ich liebe Sport. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, keinen Sport zu machen. Wenn ich irgendwie krank bin, so 2-3 Wochen, dann werde ich auch so ein bisschen aggressiv. Drehst du auch ab? Naja, nee, ich bin wirklich. Also das ist eben das Gute auch. Das ist auch was man in der Army-Zeit und sowas gelernt hat. Das ist abrufbare Aggression. Ja. Also ich bin in der Schule zeitweilig ein echter Drecksack gewesen. Bin dann aber irgendwann auch zum Ende der Zeit hin wirklich vom Saulus zum Paulus geworden. Und genau das Gegenteil. Ich habe mir gedacht, Alter, die Leute, die andere Leute hier rumbullen, das sind doch echt Idioten. Du hast das selber auch mal gemacht. Was bist du für ein Arsch gewesen? Das war so in der Pubertät. Vielleicht ist man da einfach ein Drecksack oder so. Na, und ich hasse solche Leute. Und ich versuche das meinen Kindern eben auch zu zeigen, dass man sowas eben nicht macht, dass wir alle miteinander arbeiten sollten und dass wir solche Leute, nette Leute beschützen vor solchen Idioten. Ja. Aber das ist jetzt auch gar nicht der Punkt. Nee, es geht einfach um den Körper immer wieder an so ein spezielles Level zu bringen, wo du einfach gar nicht mehr weiter kannst. Ich trainiere zeitweilig so, dass ich wirklich auf Klo bin und kotzen muss, oder selbst in meinem Alter noch, weil es bockt einfach. Ne? Und ich brauche das. Und da sind ja auch so eine Endorphine, die dabei freigesetzt werden. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Insofern ist das halt meine Droge und ja, und macht Spaß. Und ich meine, ich bin ja immer noch topfit. Ich hatte letztens irgendwie, vor einem Jahr, hatte ich mal so einen Check gemacht beim Arzt und der meinte, Alter, Sie haben die Fitness eines 30-Jährigen. Und das kommt halt nicht von ungefähr. Gesund leben, vernünftig schlafen. Ja. Das ermöglicht mir natürlich aber auch dieses Leben, das kann ich hier. Das ist klar, wenn jemand irgendwie morgens aufstehen muss, jeden Tag ins Büro geht, dann ist natürlich nichts mit solchen Sachen. Ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin und ich stehe auf, wenn ich aufwach. Dann setze ich mich in meinen Garten und fütter meine Hühner und gucke in meine Teiche und irgendwann komme ich dann mal her, unterrichte ein bisschen, dann komme ich abends nochmal her und unterrichte richtig. Und wenn alle Leute so leben würden, ich glaube, dann wären auch alle entspannt und fröhlich und cool drauf. Und Bin ich ganz bei dir. Ist die Welt nicht so, ne? Ich habe in den letzten, wir haben uns ja jetzt 3 Jahre nicht gesehen, Axel. Ja. Und auch ich habe nur mal um so ein bisschen vielleicht nochmal die Leute, die mich nicht kennen, so ein bisschen abzuholen. Auch ich habe in den letzten 3 Jahren echt extrem viel an mir selbst gearbeitet, würde ich sagen, auf verschiedensten Wegen und auf verschiedenste Weisen. Und auch mir ist dabei aufgefallen, dass vor allem ich habe auch schon immer viel Sport gemacht, ne? Ich liebe Sport. Das ist was, ich könnte mir gar nicht vorstellen, das nicht zu machen, genauso wie du. Ja. Aber mir ist aufgefallen, dass dieser konstante Push ans Limit und immer drüber hinausgehen zu wollen und zu können, dass dir das gibt dir so viel. Ne? Ja, ich habe das jetzt gemerkt, im letzten Jahr bin ich meinen ersten 100-Kilometer-Lauf gelaufen. Oh. Und vor 2 Jahren habe ich das erste Mal überhaupt angefangen, so wirklich zu laufen, wieder mal, nachdem ich ewig Fußball gespielt habe. So kannst du dir das vorstellen. Habe dann gedacht, naja, du schaffst ja nicht mal einen Halbmarathon. Es hat keine 3 Monate gedauert, da ging das. Dann hat es nochmal ein paar Monate gedauert, dann konnte ich Marathon rennen. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, warum nicht mal die Latte richtig hochsetzen und dich richtig pushen, und dann habe ich das gemacht. So, und dann fragst du dich irgendwann, und das finde ich halt so geil an solchen Dingen und eben auch am Kampfsport, dass du dich irgendwie fragst, okay, wenn es immer ein Stück weiter geht, wo ist eigentlich das Limit? Was kann man denn eigentlich noch alles machen? Ja, ne? Klar. So, und dabei aber immer wieder, und da wollte ich so ein bisschen drauf eingehen auch, trotzdem bodenständig zu bleiben und zu sagen,
Du bist aber trotzdem hier nicht der Allergeilste, weil wie viele Leute habe ich hier reinkommen sehen, die, weiß ich nicht, 25, 30 Kilo mehr wiegen als ich, Muskelmasse und weiß ich nicht, dadurch, dass ich persönlich da hier 3-4 Mal die Woche Sparring gemacht habe, unter anderem auch mit dir, stellst du dich eine halbe Minute in den Ring und haust ihm einmal ein paar auf den Dütz und dann machen die so, ne? Ja, natürlich. So, klar. Und dann bist du wieder bodenständig und abgeholt, aber nichtsdestotrotz dieses konstante Verlangen, besser zu werden, das kann ich absolut nachvollziehen. Ist unendlich wichtig auch, finde ich. Ne? Klar. Und es macht einen glücklicher und erfüllter auch einfach irgendwie. Ja, das ist natürlich, leider ist es nicht in allen Dingen so. Also ich bin früher Fallschirm gesprungen, geklettert und alles. Mhm. Und je älter ich werde, je mehr Höhenangst kriege ich zum Beispiel. Okay. Das ist echt scheiße. Also wenn ich selber kletter, dann geht das noch. Ne? Aber wenn ich oben jetzt auf Mauern runtergucke, dann ist das echt ein Scheiß-Feeling. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Ich habe mich früher von Hubschraubern aus Seilen auf Bäume abgeseilt. Von den Bäumen nochmal 20 Meter, 30 Meter runter. Ja, ja. Das mit Marschgepäck, Gewehr und allen Schikanen. Und wenn ich da nur dran denke heute, kriege ich Albträume. Also das ist echt strange. Ne? Also das ist was, womit man mich echt am Arsch kriegen könnte. Ne? Also entführt mich, bindet mich oben an den Eiffelturm und ich mache alles, was ihr wollt. Geil. Ja, nee, aber dafür, ich bin wieder angefangen mit Motorradfahren zum Beispiel. Das macht mir wieder total Spaß. Also Geil. Das sind so Sachen, die bocken dann halt auch mit drin. Ja. Laufen, was du gerade sagtest, habe ich früher während meiner Wettkämpfe gemacht, aber immer nur so 5 Kilometer und die dann möglichst schnell, weil so langlaufen, das ist echt nicht so mein Ding, das ist mir einfach zu langweilig. Ja. Was ich jetzt noch mache, ich laufe hier im Treppenhaus 10-mal hoch und runter. Ja. Das ist auch kein Spaß, hier die 6 Stockwerke, ne? Da weißt du auch, was Sache ist. Ja, definitiv. Und ansonsten, laufen finde ich auch zu ungesund irgendwie. Also du machst dir die Geräten kaputt und viele Marathonläufer, die ich also getroffen habe in meinem Leben, die haben alle irgendwie so Blasen- und Nierensteine und so eine Geschichten. Mhm. Also da muss man immer aufpassen mit solchen Sachen, weil du... Ja. Ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich irgendwas zu sehr abgelagert, wenn man da nicht aufpasst. Und mir reicht das Training halt hier. Also was ich halt super finde, ist so Ringertraining, MMA-Training und so für den ganzen Körper. Das kann man gar nicht besser machen. Und dann habe ich eben halt meine Kampfkünste, die ich halt, also mein Ultimate Close Combat, meine Kriegskunst, die ich halt immer weiter verbessere, immer mehr dran rumfeile. Ja. Und das macht halt so einen Spaß. Ne? Und, aber auch im Kickboxen bilde ich mich natürlich weiter. Ich gucke mir immer wieder an, was könnte man besser machen und so. Ja, und, ja. Dieser ständige Lernprozess, der macht eben echt Laune. Und wenn ich mal Leute habe, die das dann umsetzen, dann freue ich mich ein Loch im Bauch. Ne? Meistens schnallen sie mal nicht, was ich von ihnen will, aber muss ja nicht immer alles einfach sein. So. Axel, andere Frage. Das ganze Thema Kampfschule generell, ne? Ja. Ich meine, machst das ja jetzt schon ewig so, aber wie bist du denn darauf gekommen, irgendwann mal zu sagen, hey, ich will das selber mal anderen Leuten beibringen? War das so ein Impuls oder war das... Nee, da bin ich reingestolpert in die ganze Geschichte. Ah. Als ich nach meiner Arbeitszeit angefangen habe zu studieren, musste man ja irgendwie Geld verdienen. Ja. Hatte dann halt auch so Türjobs gemacht und Leibwächterjobs, das war schon super. Und durch irgendeinen bin ich dann mal da drauf gekommen, dass sie in einer Kampfsportschule hier auf der Ecke einen Thaiboxtrainer brauchten. Und ich dachte, okay, mache ich das mal. Hab dann dort halt angefangen zu unterrichten, fanden die Leute auch gleich super, weil das waren die nicht gewohnt. Ich bin halt Vollkontakter und das ist so eine Weicheier-Kampfsportschule. Mein Handy, ich mach's mal kurz aus. Ach, kein Stress, alles gut. Oder ich lasse es einfach laufen, oder? Ja. Schöne schottische Lieder. The fun is poverty. Das ist immer das Schöne an so einer Live-Geschichte hier, meine Lieben. Nee, aber du bist reingestolpert. Genau, ich bin da so reingestolpert in die ganze Geschichte. Ja. Und hab dann da halt so ein Jahr lang unterrichtet, dann kam noch von einer anderen Schule ein Angebot. Mhm. Und das war dann auch die erste Schule, die ich dann übernommen hatte, die in Langhorn halt. Mhm. Und da habe ich dann halt mich unten eingemietet in den Raum da. Mhm. Und aus der ersten Schule bin ich dann rausgeflogen, weil das den Leuten zu hart war. Das war einfach so ein Familien-Muschi-Center. War ziemlich dumm von denen, weil mit mir sind dann gleich 50 Mitglieder mitgekommen. Okay. Sind dann zu meiner anderen Schule gegangen. Und insofern hat sich das dann auch gerechnet für mich. Dann habe ich halt anstatt zweimal in der einen, zweimal in der anderen, halt viermal in der anderen, in der eigenen Schule unterrichtet. Ja. Und konnte mir das dann eben dadurch, dass 50 Leute mehr da waren, eben auch leisten, dass ich mich da eingemietet hatte, ja. Und so ist das Ganze dann gestartet. Ah, okay. Genau. Interessant. Magst du mal so ein bisschen davon erzählen, was du jetzt über die letzten 30 Jahre oder länger auf dem, ich sag mal, in diesem Bereich für dich als wichtigste Dinge so gelernt hast? Also, wo du für dich wirklich was draus ziehen kannst, immer und immer wieder, abseits von dem, was du gerade sagtest, mit sich immer weiter zu pushen und ein neues Level. Aber gibt es bestimmte Aspekte, die du durch Kampfsport, egal was,
für dich mitnehmen konntest, wo du sagst, das kann ich heute immer für mich nutzen? Sei es irgendwelche Einstellungsaspekte, die du immer wieder hast, oder Gedanken oder genau, wie auch immer, Lebensweisen. Das kann man ja gut aufgreifen. Was ich ja eben sagte, ich glaube, wenn man immer schön sein Kampfsporttraining oder überhaupt seinen Sport macht, dann ist man gelassener. Ja. So, ne, wie gesagt, ich bin eigentlich kein aggressiver Mensch. Ich kann es abrufen, wenn es sein muss. Und das ist dann auch sehr brutal. Aber das sagen auch wirklich alle Leute, die mit mir zu tun haben. Die meinen, ey Mann, du bist immer so relaxed und du regst dich immer nicht auf über alles. Und ja, ich meine, ich versuche immer ein besserer Mensch zu werden. Schon lange. Ne? Also wie gesagt, seit meiner Kindheit, wo ich ein Scheißtyp war, habe ich dann mal irgendwann geschnallt, nee, es geht auch anders und es macht auch viel mehr Spaß. Sich über viele Dinge aufzuregen, tut ja gar nicht Not. Das ist ja einfach albern und bringt einem auch nichts. Und diese Gelassenheit, die kriegt man schon, wenn man diese ganzen Sportgeschichten macht, kann alles viel entspannter sehen und das ist halt wichtig, aber was ich ja eben wichtig finde, das auch anderen Leuten zu vermitteln in der ganzen Sache, weil du hast halt immer mal Leute, die sind so verspannt, gerade auch so junge Leute. Ich habe hier so zwei, die sind beide 14 Jahre alt und eigentlich richtig nette Kerle, aber du merkst richtig so, oh, und wenn du die dann reden hörst, so, ey, Digga, ey, ich meine, ey Leute, unterhaltet euch doch mal ordentlich. Ihr seid hier in Deutschland, versucht doch mal richtig Artikel zu benutzen und richtig zu reden. Was stimmt denn nicht mit euch? Da kommt ihr wirklich weiter im Leben. Und das klappt auch mittlerweile immer mehr. Und die sagen auch, Mann, ja, in der Schule, mein Lehrer findet mich irgendwie langsam sympathischer. Und so. Ich meine, ja, eben, und nicht aggressiv. Das ist Schwachsinn. Kein Mensch mag aggressive Menschen. Das ist Blödsinn. Also, und schon gar nicht Frauen. Wenn du irgendwann mal irgendwelche Frauen kennenlernst, die stehen nicht auf aggressive Menschen. Die mögen nette Leute. Also mach dir mal Gedanken. Und das kann man halt ganz gut rüberbringen, zumal weil man eben selber mal so eine Erfahrung gemacht hat und so. Ne? Und, Und wie sieht's aus mit so Themen, also die Sachen, die du abseits gemacht hast, Beispiel, was du so an der Tür alles gelernt hast? Ich meine, da muss es ja auch Dinge und Situationen gegeben haben, wo du echt für dich persönlich auch was draus ziehen kannst, die auch vielleicht über Menschen, wo du denkst, wow, also so eine Aspekte an Leuten habe ich vorher, kannte ich das nicht. Also dass Leute dich irgendwie hinterrücks, weiß ich nicht, sonst was machen wollen. Also, ja, weißt, wie ich meine. Es ist wirklich leider traurig, was für Erfahrungen man da meistens macht, dass sich Leute mit ein paar Tropfen Alkohol von recht netten Menschen zu Vollhonks entwickeln. Ja. Und die Erfahrung hat man natürlich auch so in der Jugend schon gemacht. Ich hatte, als ich so 16, 17 war, auch in einer Punkband gespielt. Mhm. So ging damals los mit meiner Musikerkarriere. War richtig klasse. Ich weiß noch irgendwie, ich war der Jüngste von uns allen. Und ich glaube, wir hatten unseren ersten Gig, da war ich auch so gerade mal 16,5 oder so, die anderen waren irgendwie alle schon 18. Und dann kam da gleich irgendwie so ein Mädchen, dann richtig hübsch und meint, oh, kann ich deine Gitarre tragen? Ich so, ein Groupie, wie geil ist das? Das war echt fun. Das Problem war nur, dass die anderen alle Alkoholiker und Kiffer waren. Die sind alle auch mittlerweile, glaube ich, schon tot oder in der Klapsmühle gelandet. Mhm. Also tatsächlich ein von denen, die haben ja irgendwie so eine Behindertenwerkstatt oder so, der ist da echt drin jetzt, weil der wahrscheinlich so auf seinen Drogen hängen geblieben ist, dass er wieder wie so ein Zombie durch die Gegend läuft. Kennt mich auch nicht mehr. Also ich meine, ey, Andreas, alles klar. Und der so, ich denke, okay, ja, ganz, ganz bitter. Und die haben nur gekifft, also nur gekifft und Alkohol getrunken. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie Gift oder sowas genommen haben. Ja. Das ist natürlich schon ganz witzig, wenn du so eine Sachen dann so mitkriegst. Mhm. Und ja, jetzt habe ich den Übergang vergessen. Alles gut. Den Faden verloren. Alles gut. Ich habe sowieso noch was anderes für dich. Ob du mal erklären magst für... Ach so, hier Tür. Tür. Das war eine gute Sache. Ganz genau. Klar. Also, was man an der Tür miterlebt. Man trifft viele nette Menschen, aber man trifft auch ziemlich viele Vollhonks. Und man trifft ziemlich viele falsche Hunde. Das ist also ganz, ganz übel. Ja. Na, das ist leider eine traurige Wahrheit, dass ich diese Erfahrung größtenteils mit ausländischen Leuten gemacht habe. Also ich habe sehr viele nette ausländische Leute getroffen, klar, alle korrekt, aber viele eben auch, die kommen so an und schleimen einen richtig voll. Und wenn dann irgendwo Ärger ist mit denen, dann drehen sie sich um 180 Grad. Sind die größten Drecksäcke, die größten Feinde. Ne? Du bist niemand. Ich so, ja, dann sagst du auch niemand. Ne? Und du gehst jetzt trotzdem raus, du Penner. Und dann werden dann richtig, wenn sie handgreiflich werden, kriegen sie ein paar in die Fresse und kommen dann halt mit der Polizei und solchen Geschichten. Dann denkst du, das stimmt ja nicht mit denen. Ja. So eben gerade noch so, hier, wir sind Doppelklipper. Ja. Und dann sagst du, guck mal, du hast jetzt hier Scheiße gebaut. Das musst du auch mal verstehen. Ne? Eins und eins ist zwei und nicht irgendwie dreieinhalb. Wenn du Scheiße baust, dann gehst du. Du willst auch nicht, dass jemand Scheiße mit dir baut. Ganz einfach. Also gehst du jetzt. Und wenn die das dann nicht verstehen, ja, dann wird es halt durchgesetzt auf die eine oder andere Art. Das ist dann natürlich immer übel. Richtig nervig war natürlich das Arbeiten die letzten Jahre, die 12 Jahre auf dem Kiez. Ja, weil du saßt so exponiert mittendrin im Geschehen. Mhm. Na, ich hatte davor im Volan im H1 gearbeitet. Das war sehr viel angenehmer, weil das war auf so einem riesen Hinterhof-Parkplatz. Man hat halt den Feind kommen sehen, kann man sagen. Und da war man ein bisschen vorbereitet. Natürlich hat das auch nicht immer geklappt, aber...
da auf dem Kiez, da guckst du in die eine Richtung, kommt ein Penner von der anderen Seite. Also du musst wirklich so einen Zylon-Rundumblick haben. Ja. Man ist da schon ein bisschen auf glühenden Kohlen gewesen. Und da ich natürlich auch ziemlich vielen Leuten vom Kahn gepisst habe, hatten auch ziemlich viele Bock auf mich. Also da flogen hin und wieder mal Flaschen, dann wurden Messer gezückt und weiß der Geier was. Hat aber nie geklappt. das war sehr nervig und sehr anstrengend. Und ich hätte das auch nicht gemacht, wenn der Laden nicht meinem besten Freund Heiko gehören würde. Ebenso, ne? Und Freunde halt, da macht man sowas. Ja. Aber alles in allem ist das alles Kinderkram gewesen gegen die 4 Jahre, die ich für die NATO gemacht habe. Das war alles ein Witz. Also, ja, das, worüber wir nicht sprechen können. Nee, aber ist okay. Und das ist natürlich so, dann stehst du dem Ganzen viel gelassener gegenüber. Wenn du so eine Sache mitgekriegt hast, wenn du dich auf deine Ausbildung verlassen kannst, wenn du diese Ruhe hast und nicht das, was die anderen Leute haben, die sind ihre Aggression immer weiter hochschaukeln. Ja. Das sind alles Opfer irgendwann. Ja. Aber je aggressiver die werden, je mehr Fehler machen sie. Und meistens klappt das Kartenhaus auch ganz schnell zusammen, wenn es dann einmal richtig knallt bei denen. Ja, ich bin wirklich auch oft als erstes getroffen worden. Und der Spruch, wer als erstes getroffen wird, verliert, nee, kann ich nicht bestätigen. Also ich hatte einen ganz schlimmen Fall mal, wo mich einer wirklich derbe hier oben, das ist ja auch so ein K.O.-Nerv, da habe ich den einen gerade rausschmeißen und kam so ein Ding von der Seite da getroffen, weil da bin ich auch fast baden gegangen. Der ganze Laden schaukelte, aber zum Glück durch die Ringerfähigkeit habe ich den Typen zu fassen gekriegt, habe den so festgehalten, dass er selber nichts machen konnte. Und langsam wurde ich dann auch wieder klar und mit denen habe ich mich, also gefühlt 20 Minuten, auch wenn die Kollegen meinen, das waren nur 15, geprügelt, der war richtig gut. Ich sah auch nicht gut aus danach, aber ich habe ihn am Ende so kaputt gehauen, der ist in ein Taxi weggelaufen, das war auch noch im H1 gewesen. Ja. Und ich bin hinter ihm her, das war die langsamste Verfolgungsjagd der Geschichte. Das waren die 2 Zombies. Und im Taxi habe ich ihn noch erwischt und der hat mich meine Kollegen hier, Dusan und Heiko, da nicht rausgezogen. Ich glaube, ich habe ihn getötet, den Typen, weil ich so gepisst war über diese Drecksaktion, so diesen Zuckerpunch. Ja. Aber es passiert halt. Ne? Aber der Wille, und das ist ja wieder ein ganz anderer Punkt, den Willen und diese Nehmerfähigkeiten, die kriegst du natürlich auch nur, wenn du immer fleißig Sparring machst. Jemand, der kein Sparring macht, der sowas nicht gewohnt ist, so ein Ding zu kriegen, der kollabiert, der fängt so ein Ding und dann liegt er auf dem Arsch und fängt an zu weinen. Also das ist ganz einfach ganz wichtig. Ja, aber was auf den Kiez angeht, ab 3 Uhr kannst du sagen, sind 80% davon, die eigentlich nur 1,60 groß sind, 3 Meter groß, weil sie alle 1,7 Promille haben und fürchterlich. Also das ist kein Spaß da. Und wenn ich mir immer so eine Geschichten angucke, hier Reeperbahn privat und so, wo sie dann immer so tun, als ob der Kiez das Geilste von der Welt ist. Also für mich ist das eine Müllhalde von kaputten Menschen, die alle irgendwie einen an der Marmel haben, da freiwillig hinzugehen. Ja, ich würde da niemals freiwillig feiern gehen, echt nicht. Mhm. Ich habe da meinen Job gemacht und dann habe ich mich nach Hause verpisst. Ja. Und auch wenn immer zig Ladies mich da noch einladen wollten oder was der Geier was für seltsame Gruppierungen mich da gerne auf ihre Seite ziehen wollten, was vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema wäre, was ich auch nie gemacht habe, habe ich das alles gehasst da. So. Ja, aber ich habe es durchgezogen, die 12 Jahre. Und ich habe auch wirklich zeitweilig, wenn da Not am Mann war, auch 2-3 Mal die Nacht gearbeitet. Mhm. Und da hast du dann schon deine 2-3 Niederschläge pro Abend, weil den Idioten da. Und da sind ja nicht nur Idioten bei, also da sind echt ganz schön Terror-Jungs hin und wieder. Da sind zugekokste Zuhälter und aggressive Ausländergruppen und weißt du was ich, was er da alles hat. Ne? Gut, und die Schulkinder, die sind ja eigentlich die Schlimmsten, weil du den Schulkindern eine Backpfeife haust, wenn sie frech werden, dann kommen sie gleich mit ihren Anwälten. Und stand auch oft genug vor Gericht, habe aber nicht eine einzige Vorstrafe. Also insofern sehr gut. Auch alles richtig sehr gemacht. Gut. Aber du machst quasi die ganze Zeit relativ, ohne dass du es weißt, ganz gute Überleitung, weil das Ganze bringt mich nämlich zum nächsten Ding. Du mal so ein bisschen erklären kannst, was denn UCC ist. Du hast es ja eben so ein bisschen angerissen, dass du das selber was entwickelt hast, auf Basis von Schwertkunst. Genau. So. Aber dass du es vielleicht mal in so ein paar Sätzen beschreibst, weil die Jahre, die ich hier verbracht habe, und ich habe mir auch ein paar andere Schulen mal angeguckt, was die da so machen, kann ich eigentlich nur sagen, dass für mich persönlich das effektivste, wie soll ich es bezeichnen? Die effektivste Technik ist, Techniken sind, um Leute wirklich, ich überspitze das jetzt mal, schnell ins Gras beißen zu lassen, ja? So. Und ich fand das immer mega genial. Klar, jede Kampfsportart hat irgendwie seine Daseinsberechtigung im gewissen Maße und die eine ist, es gibt solide Dinge wie Boxen, Kickboxen, Thaiboxen etc., ja? Absolut. Aber das, was du da machst oder was du da für dich entwickelt hast durch diese ganze Erfahrung, die du eben mitbringst, ist schon nochmal was Besonderes. Und ich würde ganz gerne einmal, dass die Leute verstehen, was du da genau machst, vielleicht das in ein paar Sätzen. Ist halt nicht so einfach zu erklären. Also alle Sachen, die irgendwo funktionieren, die sind irgendwo gleich. Also du kannst Boxen, Thaiboxen, Kickboxen, MMA, kannst du irgendwie alles, wenn du es in dein Sieb packst, das, was rauskommt, ist, ich nenne es mal so ein Mainstream. Ne? Die Leute hauen gleiche Haken, die hauen gleiche Aufwärtshaken, gleiche Kopfhaken. Mhm.
alles top, alles super. Wie gesagt, ich habe selber auch gemacht, viele Kämpfe gemacht. Ich bin total begeistert davon. Aber was ich verkaufe, ist eine etwas smartere Art zu kämpfen, die halt nicht auf diese sportlichen Kampf basiert. Das heißt also, wenn man her hast du auch dünne Handschuhe, aber meistens ist es doch so, dass die Leute anfangen, sich hier oben am Kopf irgendwie dann auch so ganz eng zu decken. Ja. Und das ist in einer Straßensituation halt nicht von Vorteil, weil du kriegst, wenn da einer gegenhaut, die eigenen Hände gegen den Kopf. Ja. Man muss in einer Stärke, ne, das ist immer schwer zu erklären, das heißt, ich muss meinen Arm in einem Winkel halten, dass wenn man da gegenhaut, gegendrückt, dass der halt nicht nach hinten klappt, sondern dass er halt in diesem Winkel vorne bleibt, dass man auch diesen Druck geben kann. Mhm. Diese Gedanken kommen halt von den Schwertkünsten. Das heißt, ich habe mein Schild und ich habe mein Schwert. Und wenn mir einer hier ein Schwert gegen den Kopf haut und ich würde meine Hand hier hinhalten, dann würde ich mein eigenes Schild gegen den Kopf kriegen und wahrscheinlich würde ich danach ein Schwert hinterher kriegen und wäre tot. Und genau das Gleiche gilt halt auch für diese waffenlosen Geschichten. Das heißt, in diesen Winkel zu arbeiten. Es ist ein bisschen so wie das alte Bare-Knuckle-Fighting noch aus dem 19. Jahrhundert, wo die die Hände ja auch hier vorne hatten deswegen und nicht so eng. Ja. Und ganz besonders aber eigentlich als zur Vorstellung wie das klassische Thai-Buran. Die haben sich auch 1000 Jahre ohne Handschuhe gehauen und hatten deswegen die Hände auch hier vorne und eben nicht hier, damit sie halt in diesen Winkel Tritte, Schläge abwehren konnten und von da dann halt ihre Ellenbogen- und Schlagtechnik machen konnten. Ja. Was ich halt verkaufe in der ganzen Geschichte, sind halt auch eine Fülle von Schlägen, die eben nicht im Mainstream drin sind. Mhm. Also diese Seitenschläge mit der Handkante, mit dem Unterarm, in allen erdenklichen Winkeln. Dann gibt es dieses Prinzip des Short Powers. Viele reden davon, die wenigsten können das. Im Grunde genommen ist es alles ganz einfach nur Physik. Einfach nur die Ausnutzung der hundertprozentigen Biodynamik, die aber auch wieder eben in den alten Schwertkünsten drin sind, dass die Leute wirklich mit einem einzigen Schlag einen wirklich töten konnten, diese One-Hit-One-Kill-Geschichte, die ich halt bei dem asiatischen Sachen total vermisse. Da ist es immer so, dass man alles trennt. Man haut aus dem Arm oder aus dem Handgelenk und nimmt die Hüfte nicht richtig rein, weil wenn man die Hüfte zwar reinnimmt, nimmt man auch wieder gleichzeitig den Arm oder das Handgelenk dazu und das sind alles Dinge, die man halt als europäischer Schwertkämpfer nicht macht. Da wird alles eins. Und dadurch kann man auch in sehr, sehr kurzen Winkeln arbeiten. Das heißt, das Ganze passiert in einem Schuhkarton Größe 45 direkt vor einem und man bleibt so sehr schön sperrig, dass man nicht gut getroffen wird. Ja, und wenn man halt diese Schopenhauer-Geschichte kapiert hat, eben auch sehr gut hart, also wirklich, wirklich hart schlagen kann. Und da sind wir eben auch beim nächsten Punkt. Beim Boxen lernt man ja eigentlich immer, dass man einen langen Beschleunigungsweg braucht, um möglichst hart zu hauen. Das stimmt nicht. Du kannst auch auf sehr kurze Distanz sehr hart hauen und das ist ja einfach die Logik, ein langer Weg. Naja, der dauert halt lange und wenn der Weg nur halb so lang ist, dann ist er halt doppelt so schnell. Und insofern ist UCC eine sehr, sehr schnelle Art zu kämpfen. Ja. Ja, dann kommt dann noch eine sehr smarte Fußarbeit dazu, die aber doch ein bisschen an das professionelle Boxen erinnert, aber tatsächlich auch auf den alten Schwertkünsten basiert. Entwickelt habe ich das mit meinem Freund Heiko Lempio, der vom Latosa-Skrima kommt, der ist Latosa-Meister, also so ein erster Meistergrad oder sowas. Ja. Und das hatte ich früher auch mal gemacht, das fand ich nicht schlecht, aber ich hat mir nicht so nicht so weitergebracht wie diese Schwertkünste halt in der ganzen Geschichte. Und ja, aus dem zusammen haben wir halt die Anfangsbasis davon gemacht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen auseinander diffundiert, also die Grundhängen sind alle gleich. Er macht ja mittlerweile mit Arme Hamburg auch seinen eigenen Stil, seine eigene Schule. Aber ich, mein Ding sind halt mehr Kombination. Und was ich eben sehr wichtig finde, was eben auch vom Boxen oder vom Kampfsport übernommen hat, sind gegen Gegenstände, besonders gegen Pratzen, gegen Sandsäcke, weil wenn du immer nur die Luft haust, wirst du nie die Power entwickeln wie jemand, der halt irgendwo gegenhaut. Das ist schon damals beim Karate Makiwara so gewesen, aber ich finde, klar, wenn ein Boxer nur Luftlöcher hauen würde, dann hätte er nie die Schlagkraft wie jemand, der halt sein Training am Sandsack macht. Ja, und das muss eben alles zusammen in ein großes Ganzes werden. Und ja, das ist halt so, die Basis des UCC ist, wie gesagt, ist die Schwertkunst, wird aber eigentlich nur noch bei den Fortgeschrittenen mit Schwertern unterrichtet. Die, die Leute kriegen als erstes einen Stock in die Hand. Wir nehmen hier PP-Stöcker, die wiegen auch ein ganzes Stück. Die gehen auch nicht kaputt, weil wir haben irgendwie jahrelang auch mit Rattanstöckern gehabt, die sind alle nach 3 Stunden im Arsch bei uns, weil du so eine Power entwickelst, das funktioniert halt nicht mehr. Wir schlagen auch nur noch gegen Reifen, weil Sandsäcke sind auch sofort kaputt. Unsere Masken, wenn wir die hier beim Sparring nehmen, die müssen wir einmal im Jahr neu schweißen, weil die immer eingedrückt sind. Was ja wirklich eigentlich schon physikalisch gar nicht sein kann, weil wir machen unser Sparring mit Holzstöckern. Also wir nehmen Buchenholz aus dem Baumarkt, das ist das günstigste, haben da noch ein Polster drüber und trotzdem schaffst du das mit denen, diese Eisendinger einzudrücken. Also da ist schon eine Menge Wucht drin im Ganzen. Ne? Und darum geht es ja im Endeffekt auch. Das ist ja das, was man, wenn Leute zu mir kommen, dann habe ich den Auftrag, denen hundertprozentiges Kämpfen beizubringen und sie nicht irgendwie zu verarschen mit Prüfungsprogrammen oder irgendwelchen Mumpitztechniken.
wie das leider in vielen Kampfkünsten heutzutage, ich würde mal sagen, in 80-90% ja, der Gang und Gäbe ist. Und die Leute werden immer dazu angehalten, viel Sparring zu machen, eben auch mit meiner Kickbox-Gruppe, damit sie sehen können, ob das wirklich auch funktioniert gegen Leute. Weil auf der Straße werden sie nicht als Gegner einen UCC-Mann haben, das sind alles nette Menschen, aber sie werden gegebenenfalls jemanden haben, der Kickboxen kann oder Thaiboxen oder MMA oder sowas. Und insofern ist es schon wichtig, dass sie eben halt auch gegen diese Leute antreten und mit denen sparen, um zu sehen, was klappt und was nicht. Weil Illusionen aufbauen finde ich schrecklich, das ist Betrug in meinen Augen, sowas machen wir hier nicht. Ja. Und das ist eigentlich so der Übergang. Und ansonsten gibt es zig Videos, in denen UCC erklärt wird. Ne? Ja. UCC, was ist UCC Cadena? UCC im Unterschied zum Boxen. Ja. Einfach mal bei YouTube reingucken und dann wird da schon was. Ja, aber ich finde es geil, dass du das, also im Prinzip diese Effektivität, die du da darstellst damit, ne, das findest du halt extrem selten. Das ist zumindest das, was bei mir so unfassbar doll hängen geblieben ist, dass du das wirklich so schnell nutzen kannst und innerhalb von 1-2 Sekunden jemanden auf den Boden bringst. Klar, wenn du irgendwie jemandem einen Highkick gibst und er rechnet damit nicht, dauert es auch nur eine Sekunde. Ne? Aber Straße und Kicken ist immer so eine Sache. Ne? Also nach meiner Erfahrung kicken auf der Straße größtenteils Leute, die Angst haben, in der Halbdistanz zu kämpfen. Ja. So, und die völlig überpowert sind, wenn du denen mit solchen Schlägen da ein paar von Hals haust und dann noch ein bisschen Fußarbeit hast. Das ist halt was ganz anderes. Ich stelle mal eine provokante, also wie gesagt, aus meiner Sicht wirklich, ich habe mir auch ein paar Dinge angeguckt, so in meinen paar Jahren, die ich das jetzt mache oder gemacht habe, und für mich gab es bis dato mit Abstand nichts Effektiveres, definitiv nicht. Und das meine ich auch so, wie ich sage, also ist so. Ich stelle trotzdem mal eine provokante Frage, wenn jetzt jemand zu dir kommt oder eine Behauptung, ja, und sagt, das ist alles Hokuspokus, wie, weiß ich nicht, Krav Maga oder sowas. Alles Hokuspokus. Ich glaube daran nicht, was du da machst. Du, das hab ich öfter, als du denkst, dass hier Leute ankommen, auch wenn sie irgendwann mal ihre erste Privatstunde machen wollen, dass sie dann sagen, lass uns doch erstmal ein paar Runden Sparring machen, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Und ich habe bis jetzt wirklich jeden überzeugen können in der ganzen Geschichte. Also es ist wirklich so. Naja, ich kann mich da wirklich drauf verlassen. Also ich habe auch hin und wieder mal so Pro-MMA-Fighter, die wirklich gut sind, die echte Knaller sind und so weiter. Mhm. Aber die alle irgendwie... Es ist ja irgendwie immer das Gleiche, was ich sage. Die hauen ihre Geraden, die hauen ihre Haken und ob sie es nun schnell oder langsam können, je schneller ist natürlich gefährlich für mich, aber es ist trotzdem immer das Gleiche. Und diese Konzepte, die ich ihnen da dann entgegensetze, die haben sie einfach nicht auf dem Radar. Mhm. Das ist so, als wenn du mit Pfeil und Bogen in den Wald gehst und auf einmal kommt einer mit dem Gewehr an. Und das überfordert die Leute total. Ist auch ein wichtiger Punkt oder ein interessanter Aspekt, was ich an der Tür oft genug gehabt habe. Wir machen ja auch viel Schläge mit flachen Händen. Mhm. Und ich habe auch an der Tür richtig gute Gegner gehabt, wo ich mir auch gedacht hatte, wenn ich den jetzt nicht mit der flachen Hand eine reingedonnert hätte, sondern mit der Faust und den ich gleich K.O. geschlagen hätte, dann hätte es ja wahrscheinlich eine richtig gute Schlägerei gegeben. Wenn du aber auf einmal mit irgendwelchen komischen, strangen Handgeschichten kommst, die Leute gar nicht auf der Pfanne haben, dann ist das auch eine psychologische Sache, die überhaupt gar nicht verarbeiten können in dem Moment. Alter, das tat jetzt aber richtig weh. Was hat der denn da gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Macht er das nochmal? Habe ich keinen Bock drauf. Gehe ich doch lieber woanders hin. Ja. So. Ne, und das Gute mit flachen Händen ist natürlich auch immer, dass du nicht so viel Probleme mit dem Staatsanwalt kriegst am Ende. Wenn du mit groben Fäusten da reinhaust, dann gibt es immer Katz, blaue Augen, eingeschlagene Zähne und dann kommt natürlich immer der Staatsanwalt und sagt, die haben aber schon 150 Anzeigen. Die sind ganz böse. Ich meine, ja, Digga, wenn ich 10 Jahre, 20, 30 Jahre an der Tür arbeite, das mit 200, 300 Einsätzen im Jahr und mir wirklich jeden Abend einer vom Kahn pisst oder fünf Leute vom Kahn pissen, dann ist das eigentlich noch ein relativ geringes Verhältnis zu der Zeit. Ne? Also so eine Argumentation hatte ich dann eben des Öfteren mal, wenn du so eine Staatsanwälte hast. Ich habe mir das dann immer genau ausgerechnet, weil ich wusste genau, dass so eine Sachen kommen. Ich habe angenommen, dass ich 160 Anzeigen. Ich meine, ja gut, das ist ein Prozentsatz von 0,025, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm in der Zeit. Ne? Ja, Mist. Geil. Ja, muss man halt nur den richtigen Schnack haben in solchen Situationen. Okay. Ne, pass auf, also ich sehe, die nächste Stunde geht hier langsam los, Probe- oder Trainingsstunde, deswegen will ich das mal Ganze so langsam mal zum Abschluss bringen, Axel. Ja. Letzte Frage nochmal für alle diejenigen, die wirklich überlegen, auch mit Kampfsport anzufangen, weil sie der Meinung sind, das bringt ihnen irgendwas Positives. Ja? Mhm. In welcher Form auch immer. Warum UCC? Warum Axel? Naja, weil ich halt keine Scheiße verkaufe und weil ich billig wie eine Hure bin. Also ne, wir verlangen hier 40 Euro für einen Monat, wo man eine Flatrate, da kann man jeden Tag trainieren. Ja. Und es ist eben wirklich gut, was ich mache. Im Endeffekt muss jeder selber wissen, was er macht. Wenn jemand Bock hat, Krav Maga zu machen, dann soll er es machen. Oder wenn jemand Bock auf Wing Chun hat, soll er es auch machen.
Es kommt ja immer drauf an, was willst du denn wirklich? Willst du wirklich was lernen, was du gegebenenfalls auf der Straße auch für dich nutzen kannst? Dann ist Punkt 1, macht ihr toughes Sparring. Haut ihr euch wirklich so, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt auch mal 2, 3 Dinger fressen und dann auch zurückhauen. Ja. Aber wenn du das nicht machst, dann ist das schon kritisch so in der ganzen Geschichte. Dann Punkt 2, lernt ihr denn Techniken, die ihr auch im Sparring umsetzen könnt? Das ist ja auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Nehmen wir mal mein geliebtes Krav Maga. Die machen ja nun wirklich immer die tollsten abgefahrenen Sachen. Und wie gesagt, wenn ich einen Actionfilm drehen würde, würde ich auch sofort einen Krav Maga Stunt-Koordinator holen, weil das ist top aus. Aber schaust du dir dann das Sparring an, ist es im Endeffekt immer nur Kickboxen, was dabei rauskommt. Kickboxen und relativ schlechtes Ring. Dann sage ich, Leute, geht doch lieber gleich zum Kickboxen oder am besten zum MMA. Das ist tough, das ist gut. Oder geht zum Sambo, das finde ich super geil. Ne? Ich trainiere ab und zu mal mit einem Sambo-Typen und alter Schwede, das ist echt übel. Wenn der einen zu fassen kriegt, dann fliege ich auch mal durch die Ecke und so. Ne? Also das ist echt top. Oder Regen oder naja, all diese Dinge halt. Es muss nicht immer, wenn man sich wirklich für Straßensachen fit machen will, dann muss es halt nicht immer irgendwas super Kompliziertes und Teures sein. Da reicht auch ein ganz normaler Boxverein. Da zahlst du 15 Euro, kannst du auch 2, 3 Mal die Woche hin, machst Tavis Sparring und bist auch den meisten Leuten überlegen. So. Aber man... Wenn man einfach nur Bock hat auf den Sport oder überhaupt irgendwie nur Spaß an der Bewegung, dann ist es auch okay, wenn man Tai Chi macht oder Kung Fu oder Aikido oder so. Das ist halt, das muss jeder für sich selber wissen. Also, ne, klar, jeder verkauft sein Ding natürlich, weil er das für das Beste hält. Klar. Das mache ich von meinem natürlich auch, weil wenn ich irgendwas anderes besser halten würde, dann würde ich was anderes machen. Das ist ja klar, das kann man mir ja nicht vorwerfen irgendwie. Ja. Nur UCC ist eben nicht der Mainstream. Es ist anders. Es ist hochwissenschaftlich, es ist wesentlich komplexer als viele andere Dinge. Deswegen haben die ganzen Pro-MMA-Fighter, mit denen ich halt immer mal so trainiert, da auch nicht so einen Bock drauf, weil das immer als grobe Klötze sind. Ne? Echt nette Kerle, aber die wollen halt immer nur ballern. Und wenn ich sage, hier, guck mal, mach doch mal da und das. Nee, das ist ja, dann nicht. Dann lässt es halt, ne? Jedem das seine. Ja. Ja, mein Gott, das ist ein freies Land, soll jeder machen, was er will. Absolut. So. Und ich ergänze da nochmal was. ich glaube, wenn man, ich sag mal, so auch ein paar Werte mitkriegen will, wie Bodenständigkeit, ne? Ich weiß, wie oft ich hier reingekommen bin, dachte, ich bin der Geilste, weil ich hier ein paar Sparrings mitgemacht habe, die ganz gut liefen, und da habe ich mich hingestellt mit jemandem, der hat mir mal die Fresse, also wirklich einen draufgenagelt. Da wirst du ganz schnell mal wieder auf den Boden geholt. Ne? Genau, das ist so ein Wert, den finde ich zum Beispiel ganz wichtig, wenn man hier reinkommt, das lernst du dann. Dinge wie Detailorientiertheit, also wenn ich drauf gucke, wie du dir ganz genau anschaust, wie die Leute das machen, was sie falsch machen, und sie immer wieder darauf hinweist, das ist falsch, mach das so und so, das ist falsch. Das sind so Dinge, da kann ich, egal ob jung oder alt, egal ob Kind oder schon 60 Jahre alt, scheißegal, das sind Dinge, die kann man immer wieder neu lernen. Klar. Und das finde ich auch extrem wichtig, würde ich ganz gerne ergänzen wollen, weil ist halt so. Ich will halt Scharfschützen und keine Marines, die sollen einmal schießen und vernichten und nicht 50 Mal, weil sie es nicht richtig machen. Ja. Das ist ja zum Beispiel bei der Polizei, ne, die kriegen nur Scheiße beigebracht, deswegen müssen die immer ganz viel machen, verletzen Leute gegebenenfalls. Ja. Ich hatte mich ja ein paar Mal beworben, da meinen sie, ja, nee, mit ihrer Vergangenheit hier, Army, Tür, weiß der Geier, das geht nicht, das ist viel zu brutal, ist manchmal. Ja, aber Leute, das, was ich euch beibringe, das wird euch so fit machen, dass ihr wenig machen müsst. Ja. Jetzt müsst ihr viel machen, das ist viel schlimmer. So. Ja. Und ich habe hier auch, ich glaube, 13 Polizisten habe ich hier, die hier trainieren. Wow. Und die sind ja alle total begeistert und meinen, ey, das bringt uns so viel weiter, was du hier machst. Ja. Mal ein kleiner, das kann ich eigentlich gar nicht, nee, doch, das sage ich aber trotzdem mal. Tatsächlich habe ich jetzt seit neuestem 2 Polizistinnen hier, die wurden sogar von der Polizei losgeschickt, woanders Kampfsport zu machen, damit sie das richtig lernen. Was ist das für ein Armutszeugnis? Ich meine, wir zahlen Steuern dafür, damit die Leute richtig ausgebildet werden. Und dann sagen die selber, dass sie nur Scheiße beigebracht kriegen. Und es ist ja leider so. Die kriegen nur Mumpitz beigebracht und müssen den Mumpitz machen, weil sie sonst nicht befördert werden. Die kriegen dann Zettel für und das ist echt übel. Und gerade die Leute, die natürlich hier trainieren, die Sachen mal so richtig cool lernen und dann den Quatsch da beigebracht kriegen, die leiden dann auch natürlich innerlich. Ich fühle dann auch mit ihnen echt, aber naja, so ist das Leben. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen für sich. So. Ja, mega. Ja, alles klar. Gut, ihr Lieben, also, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr Interesse daran habt, irgendwie Kampfsport zu lernen, was Neues zu lernen und wirklich irgendwie vorwärts zu kommen, dann sage ich euch, folgt dem Mann, guckt euch seine Videos an, ja. Am besten fangt ihr hier an, Kampfsport zu machen. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Sachen wissen wollt, geht gerne direkt auf ihn zu. Ich packe alles, was wichtig ist, unten in die Description rein. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.